Mit ArcGenesis 2 sind viele neue exklusive Kreaturen ins Spiel gekommen und was die genau alles können und wie man sie sich auch reinspawnen kann, das schauen wir uns jetzt an. Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Arc, hier wird der ArcGenesis 2 Content rausgeballert. Wenn du darauf Bock hast, lass ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen rein. Wir spawnen uns einfach mal immer gezähmte Kreaturen rein und probieren die aus, gucken so ein bisschen, was die können und was sie machen. Fangen wir an mit dem Maywing, eine meiner absoluten Lieblingskreaturen aus dem neuen DLC. Wichtig, ich mache zu allen Tieren ein 10-Video, die findet ihr unten in der Beschreibung oder in irgendeiner Playlist, ich verlinke das hier irgendwo. Wir fangen mal an, also wir können hier einfach ganz normal raufgehen und ein paar Sachen kenne ich natürlich schon. Wenn wir die Sprungtaste gedrückt halten, dann laden wir unseren Jump auf und können dann mit Shift schön durch die Gegend gleiten. Und das Schöne ist, wir können sehr, sehr lange durch die Gegend gleiten, denn ich verliere eigentlich nicht an Höhe. Ich kann hier runtergehen und auch wieder ein bisschen Tempo holen. Man muss eben ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu steil nach oben gehen. Ansonsten verlieren wir eben ja, Tempo und bleiben in der Luft stehen. Wir machen das eben nochmal. Wir können hier gleiten und wir können auch aufs Wasser gleiten. Dann scheppern wir eben hier durch die Gegend. Was macht der Fahrer da in der Luft? Man weiß es nicht. Wir können aber auch mit dem Maywing unter Wasser sein und hier ja, durch die Gegend schwimmen. Und aus dem Wasser wieder rausspringen. Es ist eine extrem schnelle Kreatur, die ist ab Level 13 oder 19, klar, Moment. Ab Level 19 gibt es den Sattel und Low Level kann man mit einem Pfeil betäuben. Das heißt, man muss nicht trappen oder braucht da irgendwie einen Netzschleuder für. Ist also ein Easy Tame für den Start. Ja, mit unserer Main-Attacke können wir dann auch Beeren sammeln und auch aus dem, oder? Können wir hier Holz rausholen? Holz und Stroh kriegen wir nicht, wir können hier nur Beeren sammeln. Also jetzt auch nicht krass viel so, ne? Es ist alles auf mal 1 eingestellt momentan. Passt aber für den Anfang auf jeden Fall okay. Ach genau, und wir können nochmal das hier machen. Wir können nicht nur auf dem Wasser so gleiten, wir können auch auf dem Boden lang scheppern. Ist auch eine ziemlich coole Sache. Und wir haben noch eine Sekundärattacke. Rechte Maustaste, da macht man quasi so einen Splash. Kann man aus der Luft nicht machen, macht man das in der Luft, hat man hier den Fallschirm. Also nochmal, Sekundärattacke. Schöner Splash. Wir gucken mal eben kurz beim Stego. Ja, so 60 Schaden. Wir haben einen 150er perfekt getamed, haben wir reingespawnt. Macht halt nicht so viel Damage. Das ist jetzt kein Fight-Dino hier 24. Sollte man sich vielleicht überlegen, ob man damit kämpfen möchte. Jedenfalls, wir springen nochmal. Rechte Maustaste bzw. Sekundärattacke kann man, wie gesagt, diesen Fallschirm machen. Der Maywing bekommt auf jeden Fall keinen Fallschaden. Wir springen mal kurz hoch. Dann werden wir auch sehen, da passiert nichts. Es ist eine sehr, sehr sanfte Landung. Ne? Kein Fight-Dino, klar. Oder keine Fight-Kreatur. Wir gehen mal kurz weg. Entschuldigen Sie bitte. Aber zum Traveln eben mega, mega geil. Und vor allem können wir hier Folgendes machen. Wir können hier Milch rausspritzen lassen. Ne? Das ist eine super Sache. Das ist eben die Special Ability vom Maywing. Wir können eben Babys damit füttern. Und wir können auch Babys in unseren Futtertrog aufnehmen. Vielleicht finden wir mal kurz eins. So, hier haben wir mal ein Allosaurus-Baby. Das muss ich einmal prägen, das ist wichtig. Das macht der Maywing aktuell noch nicht für euch. Wenn wir nah genug herangehen, dann können wir hier Pick-up Baby machen und kriegen den Alu hier rein. Und dann ist der Futtertrog eben aktiviert. Und ich bin der Meinung, man muss dann eben das auch aktivieren, dass es Milch gibt. Und dann füttert der Maywing quasi erstmal das Baby durch. Und ganz wichtig für den PvP, da ist das, denke ich, auch nochmal ganz interessant. Beziehungsweise ist die Frage, wie gut man das einsetzen kann. Man kann da eben fremde Babys oder ja, fremde aufwachsende Tiere mit Claim und dann kommen die hier in den Korb und dann kann man nämlich schön aus der Base abhauen und schön wegschweben. Machen wir weiter mit dem Shadow Mane. Haben wir jetzt auch vor uns und auch das ein sehr, sehr schönes Tier bzw. eine sehr, sehr schöne Kreatur. Ah, crazy. Man kann ihn sogar hier auf Schlafen legen setzen. Wieso, weshalb, warum man das jetzt genau machen kann, was das für einen Vorteil hat, ob man den quasi so als Wache hinlegen kann im PvP, wäre, glaube ich, ein bisschen dumm. Also, der ist ja super offensichtlich. Ah, krass, es gibt mehrere Sitze hier. Es gibt den Beifahrersitz, es gibt einen Reitersitz. Moment mal, wir können ihn also reiten. Das ist schon mal cool, aber wir können hier auch in die Option nochmal reingehen. Und hier gab es doch eben hier Passagiersitze. Wir könnten uns quasi auf den Beifahrersitz setzen. Das heißt, man kann auf dem Shadow Mane auch zu zweit durch die Gegend ballern. Und durch die Gegend ballern ist schon ein gutes Stichwort. Wenn wir die Leertaste mal gedrückt halten, dann kriegen wir hier so ein, ja, Fadenkreuz und können die Richtung bestimmen, in die wir springen wollen. Da können wir einen extrem weiten Sprung mitmachen. Auf der linken Seite, also mit der Main Attack, haben wir dann einmal hier so einen Schlag einfach. Und dann seht ihr auch, es füllt sich durch Angreifen unten so eine Leiste.
Und angeblich, wenn die voll ist, soll man noch mehr Schaden machen können. Wir haben als Sekundärattacke diesen Lightning Teleport Strike. Da öffnet sich so eine Bubble und alles... Eieiei, was geht denn jetzt ab? Ihr seht, ja, die sind elektrisiert, sind gestunt und können wir die noch weiter angreifen und wegklatschen. Alles, was man dann eben damit markiert, wird dann quasi angegriffen und man hinterlässt eben so eine Schneise der Verwüstung. Ja, das ist schon übel stark, also um Gegner auch irgendwie zu stunnen und so. Vor allem auch über eine größere Distanz, weil wenn das Vieh einen anvisiert hat, dann kommt man da nicht mehr weg. Man wird auf jeden Fall angegriffen. Muss man mal gucken, wie stark das dann im PvP ist. Ah, Moment mal, jetzt klingelt es. Wir versuchen das eben nochmal. Nehmen wir mal den Para, den einfachen hier. Stellen uns mal so hin, dass wir wirklich nur den Para kriegen. So anvisiert, loslassen. Der dreht sich halt direkt, wenn wir nur ein Ziel haben, direkt um. Er ist gestunt und wir können ihn direkt angreifen. Man kann ja auf dem... Ja. Okay, man kann auf dem Shadow Main auf jeden Fall... So, er ist elektrisiert. Man könnte jetzt quasi auf eine Bola wechseln, Peitsche, was auch immer. Ne, Peitsche hätte man nur zum Entwaffnen, glaube ich, ne? I don't know. Man könnte auf jeden Fall auf irgendwas anderes wechseln und den Gegner dann vom Tier runterholen. Vor allem, wenn man frontal raufkommt, man steht direkt hinter ihm, der Rücken ist offen. Das könnte eine starke Attacke sein. Wie machen wir weiter? Wir haben als dritte Attacke quasi auf C diesen Cloaking-Modus. Das soll ja angeblich auch ein Group-Cloaking geben, ne? Also dass man mehrere Tiere oder seine ganzen Tiere, die dabei sind, eben auch da verschwinden lassen kann. Bin ich gespannt. Also so, ne, werden wir jetzt nicht gesehen. Man müsste im Dunkeln, wird man wahrscheinlich unsere Steps sehen. Ja, man sieht die Steps hier schon so ganz leicht. Und die Frage ist, ob man diesen... das Flimmern halt sieht, ne? Wahrscheinlich nur, wenn man ganz, ganz nah dran ist. So, ich habe mir nochmal ein Weibchen mit reingeholt. Denn wir haben noch eine vierte Fähigkeit auf X. Haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir den Mate Boost haben, sonst funktioniert das nicht, Folgendes zu machen. Oh, es gibt einen, ja, wir sind Raw Boosted. Also, Ausdauer und eben unser Torpor-Wert, die erholen sich schneller und Movement Speed ist erhöht. Das heißt, ja moin. Für 30 Sekunden ungefähr war das, ne? Crazy. Also Mate Boost auf jeden Fall dann auch nochmal ultra stark. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem Noglin. Finde ich sehr, sehr interessant. Habe ich jetzt zum ersten Mal. Der ist bei uns auf der Schulter und ich habe jetzt hier die ganze Zeit ein Fadenkreuz. Das heißt, okay, nicht das richtige Ziel. Können wir nicht nehmen, können wir ein Para. Para könnten wir jetzt machen. Oh, 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 oh. Falsche Taste, kurz gucken, wie wir den Noglin dann darauf kriegen. Wir spawnen uns einfach mal einen neuen rein. So, ich hatte da nämlich einige Probleme mit. Wir haben auf jeden Fall jetzt so ein Fadenkreuz und wir müssen dann quasi den Noglin auf den Boden speisen und können dann hier mit E Engage Brain Hunt machen und können dann eben den Noglin steuern. Wir haben dann mit ihm hier das Fadenkreuz. Gut, also es geht ja um die Brain Hunt, deswegen können wir schon mal einen Strider nicht nehmen, ist ja eine Maschine. Haben wir aber ausprobiert. Wir können jetzt mal eben hier so ein mit der zweiten Attacke, also mit rechter Maustaste, können wir jetzt hier den... Was ist denn das? Wir können das Tier auf jeden Fall jetzt kontrollieren. Als wäre das halt... Als würden wir... Play is Dino. Deswegen, ja. Deswegen wurden auch die Bilder geleakt. Kann das Ding irgendwas? Hat es überhaupt... Es hat keine Attacke? So, mit F, also so wie ihr das Tier quasi auch werfen würdet, kommt ihr wieder raus. Wir können das Tier jetzt reiten, aber wir können auch wieder den Noglin eben wegnehmen. Und interessanterweise frisst er das Tier irgendwie immer direkt dabei auf. So, nehmen wir doch einfach mal eine Schildkröte. Sehr gut, die können wir jetzt komplett steuern. Wir können damit angreifen. Wir können damit andere Schildkröten angreifen. Das ist interessant. Greifen uns andere Schildkröten. Ja, gut. Wir können damit jetzt quasi farmen. Ja, das Krasse ist, die Schildkröte ist halt so, als würde sie uns gehören. Wir könnten die jetzt auch mit dem Sattel ausstatten und so weiter. Und könnten die dann halt 5 Minuten lang steuern. Quasi. Ich bin mal gespannt, wenn wir den Noglin jetzt runter haben. Okay, sie wollen ihn weiterhin angreifen. So, kriegen wir ihn aber aufgehoben und können wieder abhauen. Ja, und Trike geht auch. Das ist halt krass, denn du kannst sogar gezähmte Kreaturen, kannst du denn damit steuern, als würden sie dir gehören. Das ist für PvP, haben wir jetzt schon festgestellt, krass, weil du einfach damit auch die Turrets des Gegners soaken kannst mit deinen eigenen Dinos, was halt crazy ist irgendwie. Ja, und für PvE-Spieler ist halt das Ding, wenn man Noglin hat und das hinbekommen hat, einen zu bekommen, dann kann man ja Tiere, so wie so ein Rex und sowas, 5 Minuten lang kontrollieren und du kannst den einfach in eine Falle reinlocken zum Beispiel, was ja viel einfacher wird. Keine Ahnung, wenn man das schafft, eine Wyvern zu kontrollieren, wäre auch crazy, wenn man eine High-Level-Wyvern findet, um dann andere Wyvern zu klatschen zum Beispiel, um an Milch zu kommen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten auf jeden Fall, richtig, richtig crazy.
Und wenn der stirbt, dann ist der Noglin einfach wieder frei und wir können ihn komplett steuern. Das ist ja komplett crazy. Bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber komplett crazy. Und sehr, sehr viele Möglichkeiten, sowohl für PvP als auch für PvE. Dann machen wir weiter mit dem Strider. Also wir können irgendwie hier, einschalten. Was haben wir eingeschaltet? Wir können sogar darauf schnell reisen, wenn wir das Ding... Moment mal, was? Hinlegen, Textrider, was bringt das? Gut, wir fliegen immer wieder raus. Ja, irgendein Energiefeld wird da, irgendwas wird da gemacht bei ihm. Irgendwas ist ja an. Das Ding ist bei den Stridern, dass die alle unterschiedlich sind. Ne? Es gibt hier auch einen mit einem riesigen Schild drumherum, dass man quasi so wie bei Star Wars so ein Schild dabei hat. Dann machen wir mal wieder aus und reiten den mal. Oh ja, der hat vorne auch so wie so riesige Ohren dran. Wir schauen mal eben. Also, normale Attacke ist jetzt hier mit den Füßen, glaube ich. Ne? Dass er einfach unten... Genau, der sammelt einfach unten jetzt mit der normalen, also mit der ersten Attacke jetzt ein paar Sachen auf. Beziehungsweise ist... Oh, wir haben Otter weggestompt. Ja, der stompt da so ein bisschen. Rechte Maustaste, zweite Attacke. Krass! Damit können wir die ganze Umgebung scannen und sehen dann durch die Wände durch, wie lange. Oben läuft eine Zeit ab und sehen auch das komplette Leben der Dinos. Das ist ja crazy. Gut, das hat jetzt auch so lange einen Cooldown, bis das halt abgelaufen ist. Aber wie weit das jetzt auch ging da hinten. Gut, die Brontos haben wir nicht mit erwischt, hat wahrscheinlich was mit der Richtung zu tun, in die man schaut. Na, wir gucken nochmal. Also wir können jetzt hier eben das auch einstellen. Ne? Nur Dinos, Dinos und Menschen oder nur Menschen. Also nur Überlebende dann sozusagen. Wenn wir es dann eben nochmal bestätigen. Krass, das ist krass. Mit Level und mit Leben und der Entfernung tatsächlich auch. Das ist crazy, das ist ein crazy Feature. Ja, mit C habe ich gerade das Schild gemacht, was ich hier erwähnt habe. Krass. Wir können einfach mit diesem Schild auch laufen. Okay, der erste Angriff ist irgendwie mal gleich. Die Bubble, weiß nicht, ob das jeder Strider kann. Der kann es jetzt auf jeden Fall auch. Okay, das ist unten in der Mitte quasi. Das, was jetzt rot wird, ist dann quasi die Bubble. Jo, und Rechtsklick ist dann hier Farmen. Alles, was wir anvisieren, dann quasi wird weggefarmt. Farmt aber gar nicht mal so viel raus, ne? Wir spawnen uns nochmal einen rein. Okay, hier haben wir wieder diese Filterfunktion. Diesmal haben wir irgendwie das Schild nur vorn. Auch nice. Irgendwie, wenn man zum Beispiel so in eine Base pusht oder so. Keine Ahnung. Ja, jeder Strider ist auf jeden Fall unterschiedlich. Das ist mega, mega nice. Witzig wäre ja nochmal zu wissen, ob man das eventuell irgendwann irgendwie austauschen kann, oder? Machen wir weiter mit der Tech Wyvern, die keine Tech Wyvern ist, aber genauso ist nämlich der Spawn Command. Ist gar keine Wyvern, sagt Wildcard. So sieht der ganze Lachs hier aus. Ja, es ist halt einfach ein Tech Wyvern. Wir schauen mal, was wir machen können. Also wir haben normalen Angriff wahrscheinlich, ne? Normaler Primärangriff. Da wird zugebissen. Wir haben einen Sekundärangriff. Da wird geschockt. Warte mal, ist das eine Stun-Attacke? Okay, macht irgendwie einen Einer-Tick die ganze Zeit. Irgendwie sieht nicht so richtig aus, was ich hier mache. Vielleicht ist es eher so ein Space-Ding, aber das macht halt keinen Schaden. Vielleicht macht es aber einfach gegen Strukturen dann mehr Schaden. Das könnte ich mir vorstellen. Oder gegen so einen Strider. Also das Motto, Tech mit Tech zu bekämpfen, scheint hier auch nicht richtig zu sein. Macht auch nicht so viel Damage. I don't know. Jedenfalls können wir noch mit C, also mit der dritten Taste, dann quasi einen Dino greifen und mitnehmen. Ich finde, der ist übertrieben laut. Was ist denn los hier? Machen wir weiter mit dem Astrodelphis. Dafür brauchen wir den Tech-Sattel, damit wir den überhaupt fliegen können. Wir sitzen denn da drin. Und ganz wichtig, wir brauchen Element und wir brauchen Granaten scheinbar, damit das Ganze hier auch funktioniert. Relativ langsam hier auf der... Welt irgendwie. Wir versuchen mal eben, also wir haben normalen Angriff mit der linken Maustaste und können damit zugreifen und dann mit der rechten Maustaste. Oh, jetzt geht's los. Steuerungstaste und dann geht's los. Da können wir mit der rechten Maustaste, also der Sekundärtaste können wir Granaten verschießen. Normaler Angriff ist dann hier Strahl, wenn man kurz gedrückt oder man hält gedrückt bei der ersten Attacke und schießt dann hier, er sieht an. 75er Schaden. Mit der Leertaste, also mit der Sprungtaste, können wir hier irgendwie noch so einen... Ja, irgend so einen Stromschock halt machen, ne? Alter, was geht ab? War das jetzt so krass, aber da war auch ein Sarko mit dabei. Und da kommen die Bubbles aus dem Wasser. Okay, wir schauen nochmal weiter. Gut, das waren jetzt nur die Fische, die da was abgekriegt haben, ne? Und dann direkt down waren. Aber macht schon gut Schaden auf jeden Fall, dann so eine Granate. Okay, mit C, also mit X können wir noch Folgendes machen. Einfach 180 Grad Wende. Mit C können wir so ein Looping fliegen. Das heißt, wenn irgendjemand hinter uns ist, in irgendeinem Space Fight oder keine Ahnung, können wir damit auch noch abhauen. Wenn wir unseren ersten Angriff gedrückt halten, dann können wir anvisieren.
Und er trifft einfach direkt. Lassen dann im richtigen Moment. Das ist schon übel OP auf jeden Fall. Also man kriegt ihn ja auch erst sehr, sehr spät, ne? Aber da kann man auf jeden Fall ordentlich mit austeilen. Also mein Lieblingsangriff ist tatsächlich die Granate, ne? Weil es wird hier so weggenuked einfach. Das ist ja unglaublich. Und das ist super wendig. Jetzt sind wir mal hier schnell rumdrehen mit der Maus. Das geht sehr, sehr schnell. Ja, also das ist absolut wahnsinnig, was das dann macht. Klar, das sind jetzt die Fische, die da kaputt gehen. Aber es sieht schon krass aus. Also richtig geiles Ding auf jeden Fall. Ach ja, doppel links, doppel rechts. Macht er die Fassrollen. Krass. Okay, gegen Dinos macht das jetzt nichts, aber vielleicht gegen andere Tech-Sachen oder so. Ist dann das hier auch erfolgreich. I don't know. Also der Astrodelphis ist schon, gerade mit den Handgranaten, schon anders wahnsinnig auf jeden Fall. Das ist crazy, das macht viel Spaß. Ja. Ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen Chaos stiften mit dem Ding. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.